Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Assassin's Creed 2. Letzte Folge haben wir die Templer belauscht und einen groben Plan von ihren Machenschaften herausgefunden. Ich war mal wieder scheiße inkompetent und habe eine Verfolgungsjagd ausgelöst, die wir jetzt erstmal beenden müssen. An mir kommst du nicht vorbei. Hab ich schon. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir als nächstes tun müssen. Wir gehen halt einfach mal dann zur nächsten Geschichte halt, zur nächsten Mission. So, haben wir es dann bald mal geschafft, oder? Und jetzt haben wir es geschafft, alles klar. Okay. Mal kurz auf die Karte gucken, ob wir noch irgendwelche Siegel einsammeln können. Da können wir eins einsammeln und da ist unser Auftrag, da sind wir und da ist ein Aussichtspunkt, den wir zuerst machen. Nein! Alles klar, also. Die Siegel nochmal zur Erinnerung. Wir haben in unserer Villa... Also das ist jetzt eine Nebenmission, die mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Eine Schlägermission, die ist ja relativ langweilig. Nee, also jetzt nochmal. Und Schneider, da gehen wir jetzt erstmal hin. Schneider ist immer gut, da kann man nämlich die Beutel vergrößern. Die Siegel sind dafür da, um eine Rüstung in der Villa Auditore freizuschalten, Maus wegtun und deswegen Medizinbeutel, mittlerer Medizinbeutel und deswegen will ich eben da möglichst alle davon haben, weil die Rüstung nämlich wirklich ziemlich stark ist. Dann können wir an und für sich auch gleich zum Arzt und die Medizintasche gleich ausnutzen. Oh, den kennen wir doch, den Arzt. Erstmal jetzt heilen, bitte. Und dann hätte ich gerne volle Medizin. Das soll Danke. Jetzt schnell heilen. Hab wohl von dem guten Zeug getrunken. So, dann hätte ich gerne gewusst, ob wir noch andere, mittlerweile andere Rüstung gibt. Den Armschutzleder. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch... Oh, Helmschmied gibt es jetzt auch schon. Leck mich mal am Arsch. Okay, also mit Helmschmied machen wir dann jetzt wohl... Ach, die haben wir sogar schon. Alles klar, also mit den Schulterteilen Helmschmied gehen wir dann, machen wir dann wohl weiter. Freunde. Jetzt haben wir auch schon Armschutz... Montelligione ist wert plus 1055. Ach ja, genau. Also die Rüstungsteile und Waffen steigern ebenfalls den Wert der Stadt. Zu Hause. Jetzt hat es kurz geruckelt, aber es geht wieder in den flüssigen Bereich. Einwandfrei. Da können wir immer noch nicht drauf. Das ist der Aussichtspunkt. Aber wir können das Siegel machen. Das werde ich jetzt machen, so gleich suchen. Und wenn wir Pech haben, dann war es das auch schon wieder für diese Folge, wenn wir damit fertig sind. Die dauert relativ lange. Aber das ist ziemlich interessant. Da dürfen wir nämlich klettern wie die Sau. Na. Nein. Hier auf Seite. Da ist es. Mitten auf dem Platz. Einfach mal das Ding aktivieren. Einwandfrei. Damit es auch jeder sieht. Gut, die Aufnahme läuft mir wohl gerade schon. Hab ich gerade schon gedacht. Puh. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterna nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Das Ding ist gerade wahrscheinlich ewig laut darunter gefahren und die haben nichts bemerkt. Natürlich gehen genau jetzt alle aus dem Raum. Das Geheimnis des Duomo. Die Basilika Santa Maria del Fiore erkunden und das darin versteckte Assassinsiegel finden. Gerne. Oben auf das Tor klettern.
Wir haben schon gesehen, wo es anfängt. Und Leute, jetzt kommt wahrscheinlich mit einer der größten Kletterpartien, die es anfängt. Also ich will nochmal sagen, wir fangen hier unten am Boden an. Hier hinten. Und am Ende sollen wir dann ganz vorne oben. Mann, ey. Vorne geht dann noch, geht's dann noch weiter rauf. Und da müssen wir hin. Ganz oben unter die Decke. Und das ist am Ende schon ziemlich hoch. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir da überhaupt hinkommen. Von Kronleuchte zu Kronleuchte. Und du! Und dann. Ja, ich glaube, über geht schon, ne? Wow! Einwandfrei. Das wäre dann wohl ein Checkpoint. Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Genau. Ja, super. Wo geht's denn jetzt weiter? Da. Na? Geht dann über und dann hüpft er dann. Danke! So. Dann geht's hier. Alter! Okay, so direkt rauf können wir natürlich auch. So. Und juppie. Dann hier rüber. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das muss dann vielleicht doch irgendwann schaffen, hier quer durch die Hallen zu klettern. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, dass ich den Analogstick nicht irgendwie falsch drehe. Sonst springt er mir in die falsche Richtung. Genau, und jetzt sind wir quasi an der Hauptszene hier angelangt. Jetzt müssen wir bis unter die Decke hierher. Den Assassinen-Sarkophag finden. So. Erstmal hier in die Mitte. Und dann. Dann über. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie. Wenn ich es jetzt nur wüsste. Und dann über. Wahrscheinlich. Da, genau. Nein! Ah! Und. Hä? Hä? Nein! Nein! Genau das passiert dann. So, wo ist der Checkpoint? Der Checkpoint war hier. Ich hoffe, es gibt da noch mehr, aber ich glaube, das ist der letzte Checkpoint gewesen. Mehr kommen nicht mehr. Das heißt, wir müssen von hier bis ganz nach oben ohne einen Fehler zu machen. Oder halt ohne einen Fehler zu machen, der so hart bestraft wird hier jetzt gerade, dass wir wieder an den Anfang zurückgesetzt werden. Jetzt sollten wir eigentlich... wissen, wie es weitergeht. Ab nach oben. So, neue Runde. Dann gehen wir mal da hinten hin. Und hier an der Seite. So, wie geht's jetzt da hoch? Einfach da jetzt her? Nee. Doch, langt, okay. So, also wir sind schon wesentlich höher. Aber es dauert noch ein bisschen. Daher. Und jetzt müssen wir da hoch. Genau, jetzt müssen wir nämlich die Stelle finden, wo wir hoch können. Und das ist da drüben. Wie sieht denn das aus? So. Dann darüber. Zu dem Balken. Holen wir uns den Schatz oder nicht? Nee. Nee.
Lieber nee, da bin ich viel zu faul jetzt dazu. So, wir sind bald da. Ah ne, das nimmt gar nicht die ganze Folge an. Wir sind ja gerade mal bei der Hälfte ungefähr. Und höp, höp. Einwandfrei, Junge. Wir sind ja bald angekommen. Dann hier an der Seite hoch. Als wenn du da runterfällst, na, dann hast du mal echt gearscht. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Boah. Aber da jetzt mal. Genau. Also, na, hier kann man mal runtergucken. Ich möchte da nicht runterfallen. Jetzt sind wir auch schon oben angekommen. Den Sarkophag öffnen. Die Frage ist jetzt halt, da waren Bauarbeiter, die haben da überall Gerüste und was weiß ich was alles aufgebaut, ne? Und anscheinend ist die ganze Kirche ja noch mitten im Bau. Warum bemerkt das kein Schwein? Warum interessiert das keinen, dass da oben so ein Pavillon unter der Decke hängt? So, das müssten alle Schätze gewesen sein. Und da ist das nächste Siegel im Sarkophag. Da ging das Fenster auf, warum auch immer. Siegel von Iltani eingesammelt. Das Geheimnis des Duomo. Synchronisiert. Wir haben 3507 Florin. Das würde eigentlich erstmal lang, um in der Stadt einiges auszubauen. Jetzt bin ich fast schon versucht, dahin zu gehen, aber ich glaube, wir nehmen es nochmal. Wir machen erst nochmal da so eine Mission. Wir machen hier erst nochmal die ein bisschen Kampagne. Und die Feder da oben hole ich jetzt halt auch, wenn es manche gerne sehen würden. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht der höchste Punkt, oder? Ist das der höchste Punkt in ganz Florenz? Ja, doch, also für den höchsten Punkt in Florenz gehe ich da doch nochmal auf. Dauert ja jetzt auch nicht so lang. Doch, das ist, glaube ich, der höchste Punkt. Ja, also hier sieht man mal die ganze Stadt. Ah, also so, mal, ich lasse mal kurz ein bisschen kreisen, dann ist der Fluss. Alter, ruckelt das wie die Sau. Leck mich mal hart am Arsch. So. Komisch, gestern ging noch alles. Wunderbar. Alles klar. Und bevor ich hier jetzt aus Gründen, gesundheitlichen Gründen, ich da jetzt irgendwie runterfalle und halb verrecke, muss das jetzt nicht sein. Wo können wir denn vernünftig runter? Moment, war da unten nicht irgendwo ein Heuhaufen oder so? Nö. Alles klar, dann gehen wir so an der Seite runter. Da ist doch ein Heuhaufen. Es gibt ja irgendwie so einen Weg, wo man nur hüpfen, wo man nur runterspringen kann, aber... Da ich jetzt im ersten Moment keinen Neuhaufen gesehen habe, war mir das ein bisschen zu riskant. Einwandfrei. Damit hätten wir zwei von, ich glaube, 6 Siegeln. Haben wir hier noch irgendwo ein Siegel im Moment? Nein, haben wir nicht. Wir gehen jetzt mal weiter zur Hauptmission. Die Codex-Seiten sammeln wir dann irgendwann mal ein. Die müssen wir nämlich auch noch sammeln. Buongiorno. Buongiorno. Und deshalb gehen wir jetzt einfach aus Zeitgründen. Habe ich ja alles schon erklärt. Wenn nicht, geht mal ein oder zwei Folgen zurück. Habe ich meine Bedenken ausführlich geschildert. Ein Wolf im Schafspelz verhindern, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Francesco de Pazzi finden. Wo haben wir dich denn, Junge? Da vorne steht er.
Dort sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Giuliano, nein! Nein, im Namen Gottes, ich flehe euch an um Gnade! Keine Gnade für dich, du räudiger Hund! Stirb, stirb, stirb! Unnötige Gewalt, yeah! Keine Zeit ist vorbei, Lorenzo! Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen. Abschau. Hinten der Arzt. Kommt ran, ich heile euch. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Und ein nach dem anderen von hinten. Wartet. Bitte, ich brauche Hilfe. Am Arsch, jetzt muss er noch kämpfen. Nein, jetzt dauert es viel länger. Alles klar, Lorenzo beschützen. Konzentrieren, Jan. Wo ist denn überhaupt? Da hinten. So, dann du. Aua. Ey, das war aber nicht sonderlich. Das war aber nicht gerade die feine Englische. Ruf! Mann! Ruf auf sie! Ja, genau! Lorenzo! Nee, doch, das ist. Nee, was ist denn das jetzt? Das ist jetzt Francesco. Lorenzo de Medici verfolgen. Verteidigen! Der da. Einwandfrei, Junge. Er konnte nicht mal den einen niederstrecken, ernsthaft. Das ist aber bitter. Lorenzo de Medici, Geburtsjahr 1449, Beruf Herrscher von Florenz. Lorenzo de Medici regierte geschickt das Florenz der Renaissance in seiner Blütezeit. Er hielt den Traum der florentinischen Republik aufrecht und ließ den Menschen dabei zugleich nur wenig gesetzliche Macht. Lorenzos Großvater Cosimo gründete die Medici-Bank und schuf so eines der einflussreichsten Geldinstitute in Europa, durch das er sagenhaft reich wurde. Lorenzo wurde als der klügste von Cosimos Enkeln angesehen und bereits als Kind auf diplomatische Vertretungen geschickt. Sein Vater war zwar kränklich und unfähig, doch seine Mutter war eine Dichterin. Sie stellte Lorenzo vielen bedeutenden Künstlern der damaligen Zeit vor und träufelte ihm so die Liebe zu Kunst und Kultur ein. Im Jahre 1469, mit gerade einmal 20 Jahren also, wurde Lorenzo das Oberhaupt der Familie Medici. Ab diesem Zeitpunkt gewann er mit Hilfe von Freunden im Stadtrat, Schmiergeldern, strategisch wichtigen Eheschließungen und Drohungen schnell die Kontrolle über die florentinische Regierung. Doch Florenz gedieh prächtig mit Lorenzo als Schrittenzieher. So wurde zwischen den streitenden Stadtstaaten Italiens Frieden geschlossen und mehrere Meister der Renaissancekunst wie Botticelli und Michelangelo konnten sich unter seiner Obhut entfalten. Letzten Endes war Lorenzo glücklicher, wenn er Gedichte schreiben und indirekt Einfluss nehmen konnte, als bei der Leitung der Bank seiner Familie. Zu seinen Lebzeiten gingen mehrere Zweige der Bank bankrott und das Vermögen der Medicis wurde für Frivolitäten wie Turnierkämpfe und ähnliches verschwendet. Lorenzo starb im Jahre 1492. Er war ja nahezu pleite und konnte die heftige Reaktion des Volkes gegen seine verschwenderische Lebensart sowie den Aufstieg des verrückten Mönches Savonarola nicht verhindern. Ihr habt mein Leben gerettet. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass Francesco davon gekommen ist. Lorenzo de Medici nach Hause geleiten. Ich verliere eine Menge Blut.
Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Der humpelt eiskalt hinterher. Francesco de Bassi! Ich töte ihn! Und seine ganze Familie! Sie werden ausgelöscht! Seid still, Signore! Spart eure Kraft! Oder es muss eine Leiche abliefern! Wir sind schon fast da! Verdammt! Lauf! Lauf! Hilfe, hier ist ein Mörder unter uns! Runter! Oder ich schieße! Ich will nicht vergessen, wie man... Ich bin mehr als fähig! Er war noch kämpfen, ernsthaft? Nix! Nix mit Lorenzo! Hallo, hallo! Konzentriert euch mal auf mich! Ja, genau! Ob du noch. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Folgt mir nach. Hopp, komm her. Sehr schön. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta. Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür. Beim dreimal größten. Kommt herein. Schnell. Die Stadt ist im Krieg. Beeilung. Wartet. Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir. Warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein! Wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Mit Vergnügen. Poliziano, ist das jetzt so wichtig? Ach, das ist der eine. Okay, ja, lest euch mal durch. Ich brauch's jetzt nicht. So. Francesco de Pazzi. Francesco de Pazzi. Aufgewachsen als Adliger in einer Stadt, die von den neureichen Medici bezaubert war, lernte Francesco das Bürgertum zu hassen. Und ihre Aufsteiger. Er musste mit ansehen, wie die Bank der Medici seine eigene übertrumpfte. Und der jahrhundertealte Einfluss auf die florentinische Regierung entrann ihm. Anscheinend bot ihm der Spanier eine Lösung. Statt sich mit dem dreckigen Bankgeschäft auseinanderzusetzen, musste Francesco nur eine Sache für die Templer tun, um das Bürgertum ein für allemal in die Schranken zu weisen. Die Medici töten. Giovanni Auditore versuchte, Francesco durch seine Verhaftung aufzuhalten. Aber die Templer erledigten das. Francesco de Pazzi, Geburtsjahr 1444, Beruf Adliger und Bankier. Und um den kümmern wir uns nächste Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Tag noch und bis dann.